Alles klar, ich habe richtig Lust auf Pfannkuchen. Mann, riecht das gut. Es fehlt noch ein bisschen Farbe, oder? Oh, ein Lachgesicht. Hey, was soll das denn? Ich wollte keinen Ketchup drauf. Und jetzt ist Ketchup überall. Das ist deine Schuld. So eine Sauerei. Du bist für mich gestorben. Mädels? Hey, hört sofort auf damit. Die Küche war frisch geputzt. Ich war's nicht, sie ist schuld. Ich weiß schon, wie ihr euch vertragen werdet. Mit einer Pfannkuchen-Kunst-Challenge. Ja, los! Für was ist das denn? Keine Ahnung. Das wird super. Macht mir einen Pikachu-Pfannkuchen. Ich liebe diese Challenge. Wow, du bist ja eifrig. Ich beginne mit dem Umriss. Dafür nehme ich eine schwarze Teigmischung. Jetzt zeichne ich die Augen. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Ich drücke auf den Knopf. Sollte da nicht was passieren? Oh, ein Pokéball. Wow, schaut euch das an. Hä? Es hat sich in eine Vorlage verwandelt. Genau, was ich brauche. Ich umrande sie mit der schwarzen Teigmischung. Nun zu den Farben. Die Wangen werden rot. Oh, der Mund natürlich auch. Die Augen werden weiß. So ist es genauer. Okay, was nun? Oh, Sunnys ist ja cool. Richtig gut. Jetzt kann ich mit Gelb drüber gehen. Ich muss nur in den Linien bleiben. Mit der Vorlage war es so einfach. Fast fertig. Nur noch der Schwanz. Ich lasse mir Zeit damit. Das sollte reichen. Wow, ich bin beeindruckt. Was riecht hier so? Hä? Oh nein, mein Pfannkuchen. Oh, das sieht nicht gut aus. Der ist hin. Was mache ich jetzt? Vielleicht kann ich ihn noch retten. Hoffentlich merkt das niemand. Hä? Das funktioniert nicht. Wenigstens sieht meiner noch gut aus. Zeit zum Drehen. Wow, genial. Die Zeit ist fast um. Hier. Das wird nicht gut ausgehen. Wenigstens ist er gelb. Das ist großartig, Sunny. Gina, das ist... was ist das? Einfache Entscheidung. Sunny gewinnt. Ja, gewonnen. Wuhu. Da kann ich mich nicht beschweren. Und jetzt kann ich den Pfannkuchen essen. Halb es nicht so unter die Nase. Und so wird's gemacht. Was? Wer hat das getan? Hier ist es nicht mal windig. Bei näherem Nachdenken. Ich kann nicht sehen. Ist kein Wind, nur die nächste Challenge. Seid ihr bereit? Denn das ist es, Ladies. Oh, cool. Ich bin dabei. Du willst, dass ich Sonic zeichne, ha? Huh? Gut, dass das mein absoluter Lieblingscartoon ist. Wir kommen jetzt zum blauen Teil. Zum Glück habe ich viel davon. Es fängt an, sich zusammenzufügen. Damit kann man sich wirklich ausdrücken. So wird deine Kunst lebendig. Ich muss nur noch die Augen fertigstellen. Nur noch ein paar vorsichtige Linien und Kurven. Und Sonic ist da, um dir Hallo zu sagen. Oh, ist er nicht süß? Tada! Alles fertig. Okay, ich habe echt Konkurrenz. Meine bevorzugte Waffe ist aber der Teig, Baby. Hey, zumindest wird mein Sonic essbar sein. Aber bei einem so unterschiedlichen Medium. Die Zeit drängt, schließlich haben wir es mit einem heißen Grill zu tun. Lebensmittelfarbe ist hier sehr wichtig. So kann man jede Art von Teig herstellen, die man möchte. Fast geschafft. Nur noch ein kleines Detail. Und voilà. Wow. Hey, die Hälfte von ihm ist ruiniert. Er wird immer kleiner. Was zum... Oh Mann. Und Gewinnerin... Madison. Kann es nicht glauben. Wuhu. Oh, naja, egal. Banane? Ja, bitte. Was ist das? Oh, oh danke. Mein absoluter Lieblingssnack. Mm.
Was ist da gerade passiert? Okay, echt schön. Moment, wir tragen gelb. Das heißt, es ist unsere nächste Challenge. Das kann ich absolut. Zum Glück habe ich viel gelb. Was ist mit diesem Ding los? Komm schon, ich weiß, dass du da drin bist. Emma? Nein! Oh-oh. Ich glaube, es war zu viel Druck. Mein Pfannkuchen ist ruiniert. Oh. Oh, Stressbälle beruhigen mich immer. Puh. Dieses Problem habe ich zum Glück nicht. Mit diesem Klebestift läuft alles glatt. Und ich habe eine Menge Gelb. Und nach dem Umriss kann ich das alles ausfüllen. So viel! Meine Geduld wird sich sicher auszahlen. Alle Details erwecken die Figur zum Leben. Warte nur, bis du das Endprodukt siehst. Kannst du erraten, was es ist? Ja, es sind seine Augen und die Schutzbrille. Jetzt sehen sie echter aus. Puh, mein Meisterwerk ist fertig. So süß. Wow, Wahnsinn. Jetzt bin ich bereit, das zu tun. Und ich fange mit dem Blauen an. Das ist wahrscheinlich sicherer, oder? Oh, diese Schutzbrille ist so süß. Und die Latzhose auch. Nicht zu vergessen seine kleinen Hände. Und jetzt fülle ich das alles aus. Kannst du ihn schon sehen? Ich muss die anderen Farben verwenden, bevor das Gelb ins Spiel kommt. Und hier ist er endlich. Und dieses Mal ohne Chaos. Jetzt noch das Gesicht ausfüllen, die Augen und ich bin fast fertig. Hallo zusammen. Genug davon. Hey, hör auf. Es ist unentschieden. Beide gewonnen? Yes, juhu. Oh oh, der Alarm geht los. Ich bin's jetzt. Hallo? Dies ist die nächste Challenge. Hey, du solltest besser anfangen. Der Druck hier ist definitiv hoch. Hoffentlich überstehe ich diese Runde. Aber keine Sorge, ich muss mich nur konzentrieren. Kommt dir das bekannt vor? Ich bin froh, dass ich eine Menge Schwarz habe. Und dann kommt Blutrot. Jetzt geht es los. Ich kann mit den verschiedenen Strichrichtungen ein Muster erstellen. Verstehst du, was ich meine? Und nun zu den Details der Maske. Ich wähle das Herzsymbol. Ist das gut genug für Sie? Ja? Puh, so eine Erleichterung. Los, Emma. Oh, ich bin sicher, dieser Pfannkuchen wird Ihnen gefallen. Das Umranden des Hoodies ist ein guter Anfang und ich gehe direkt auf die Details ein. Sieh dir dieses leuchtende Rot an. Und ich bin fast fertig. Oha. Mua. Gefällt es Ihnen? Unentschieden. Unglaublich. Juhu. Hey, das denke ich nicht. Huh? Oh. Es scheint, als ob er diese Dinge wirklich mag. Also tschüss. Was ist passiert? Naja. Sag mal, siehst du das auch? Sieht köstlich aus. Ein schöner, saftiger Burger. Das macht er doch extra. Voll grausam. Wollen Sie das vielleicht mit uns teilen? Das hier? Niemals. Macht euch doch euren eigenen. Okay, das kann ich machen. Ich glaube, ich bin verliebt. Dann probiere ich es mal aus. Ich fange mit der Tomate an. Das ist der einfachste Teil. Schon mal sehr gut. Und jetzt nur noch kochen lassen. Wow, guck mal, die ganzen Blasen. Und nun wenden. Riecht mega gut. Mein Pfannkuchenbrötchen. Und nun schichten wir die Zutaten. Dann ein weiteres Brötchen. Das ist wirklich beeindruckend. Ich hätte aber lieber einen echten Hamburger. Voll lecker. Ja, das glaube ich. Hör auf zu sabbern. Hä? Ich? Oder du wischst ihn auf? Oh, genau. Kein Problem. Ich beginne dann mal mit einem Viereck. Und dann fülle ich es aus. Die Linien schön nah beieinander. Fast fertig. Das hier wird der Käse. Und der kommt auf mein Brötchen. Und nun zum Rest des Burgers. Und noch die Hälfte des Brötchens drauf. Sieht sehr gut aus. Bin beeindruckt.
Lecker. Oh, ihr seid fertig. Liam's ist besser. Soll das ein Scherz sein? Die Entscheidung ist einfach. Na gut, dann werde ich ihn mal genießen. Neidisch? Nein. Ha? Ach ja, ist Plastik. Wie schade. Das tut mir jetzt aber ein bisschen leid. Vielleicht sollte ich Liam mal probieren lassen. Was zum... Danke, Bro. Das ist schon viel besser. Wirklich? Was? Ach, egal. Mann, es riecht aber so gut. Tolle Pinselarbeit. Oh, oh, das ist nicht gut. Oh, ich muss ganz kurz. Ich komme zurück. Notfall. Geht's dem gut? Hey, hört auf zu lachen. Während ich weg bin, malt eine Toilette. Okay, das wird wohl spaßig. Dann lege ich mal los. Hier ist der erste Teil. Und nun der Sitz. Und dann kommt die Kloschüssel. Und nun ausfüllen. Muss einfach in den Linien bleiben. Ich will es schließlich nicht kaputt machen. Das sieht gut aus. Das muss die bestriechende Toilette der Welt sein. Ah, der Sitz. Das macht echt viel Spaß. Fast fertig. Und nun muss es kochen. Es ist bereit zum Wenden. Wow, sieh dir das an. Also mein Klo ist fertig. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen. Das ist alles? Wirklich? Was soll damit sein? Dein Ernst? Also ich mag's. Warte mal, da fehlt noch was. Schon besser. Sei doch nicht gemein. Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Da kann ich Lizzie für danken. Ich mal das Poop-Emoji. Das sieht super aus. Ich muss es nur noch ausmalen. Ich wähle mal eine hellere Farbe für den Kontrast. Sieht aus wie Eiscreme. Aber das würde ich nicht essen wollen. Gut, Zeit für die Augen. Ich zeichne mal große Ovale und fülle sie aus. Fantastisch. Guck mal, Lizzie. Ich bin beeindruckt. Puh, geht bitte nicht aufs Klo, ja? Das stinkt ganz schön drin. Und was denken Sie? Naja, davon bekomme ich Flashbacks, besonders von Liams. Du hast gewonnen. Gute Arbeit, Buddy. Nein, ich habe ihn auf die Idee gebracht. Du kannst das haben. Sieht gut aus. Das ist nicht lustig, Liam. Na, bereit, Mädels? Hier kommt das Einhorn. Und los geht's. Male ich das Horn als erstes? Ach, ich leg einfach los. Ach, was kann schon schiefgehen? Oh, ich muss mich beeilen. Okay, noch sieht man keinen Unterschied. Aber beide benutzen eine andere Technik. Aber egal wie, es sieht beides sehr gut aus. Okay, wir nähern uns so langsam dem Ende. Die Zeit ist bald um. Ah, so fleißig. Und die Farbe haucht dem Ganzen noch Leben ein. Eine tolle Farbkombi. Ja, damit bin ich zufrieden. Meins ist aber besser als deins. Nun ja, beide sind unterschiedlich. Gleich kommt das Ergebnis. Jap, gleich fertig. Aber irgendwas fehlt noch. Hey, sie darf nicht gewinnen. Da. Hey, du spinnst wohl. Sorry, war ein Versehen. Hey, was riecht hier so? Oh nein, mein Pfannkuchen, voll angebrannt. Oh Mann, komplett ruiniert. Pfui, Schluss jetzt. Oh, so ein Pech. Na, dann wende ich meinen mal lieber. Hey, sieht nicht schlecht aus. Stacy hat ganz klar gewonnen. Und was sagst du, Mom? Tut mir leid, Naomi. Stacy, du hast gewonnen. Aber guter Versuch, Naomi.
der ersten Challenge geht es um das Menschengericht Pizza. Ich liebe Pizza. Das wird voll einfach. Da bekomme ich Hunger. Ich wünschte, ich hätte ein leckeres Stück Pizza. Ich hab's. Wie wäre es mit Pfannkuchenkunst? Ich beginne mit einem Dreieck. Fülle die Kruste aus. Pfannkuchenteig ist sowieso besser als Farbe. Ich will eine Salami-Pizza. Mit pinkem Teig mache ich einen Teigkreise. Ich möchte reichlich Belag haben. Okay, jetzt ist der Käse dran. Ich fülle das Stück um die Salami aus. Vorsichtig, damit nichts daneben geht. Ist die Seite fertig, drehe ich ihn um. Vorsichtig. Und ich bin fertig. Echt gut, oder? Essie? Das ist der Wahnsinn. Was? Du hast Pizza? Was ist los? Willst du ein Stück? Aber wie? Oh, das stinkt fürchterlich. Das gehört in den Müll. Meine Pfannkuchenpizza ist viel besser, oder? Natürlich, Cheryl. Ich sollte lieber anfangen. Mit einem 3D-Stift kann man viel anstellen. Ich male zuerst die Outlines. Ein Dreieck zu malen ist einfach. Die Form eignet sich hervorragend. Dann male ich das Dreieck aus. Jetzt male ich den Rand aus. Aber nicht über den Rand malen. Die Basis ist geschafft. Auf jede Pizza gehört Käse. Wow, das sieht wie geschmolzener Käse aus. Eine Käsepizza. Aber es fehlt noch Belag. Ich nehme auch Salami. Die esse ich am liebsten. Da bekommt man Hunger, oder? Da möchte man doch gleich reinbeißen. Wie bitte? Wieso nur ein Stück, wenn man eine ganze Pizza haben kann? Neidisch? Cheryl gewinnt. Juhu, ich wusste es doch. Ich bin die Beste. Wow. Die Küche ist einfach mega. Komm her. Gute Idee. Leg los. Genial. Okay, jetzt ist mein Zauberstab dran. Auf die Plätze. Fertig. Boom. Das war toll. Ich sehe ein weißes Kissen. Ganz nach meinem Geschmack. Was können wir noch Farbe einhauchen? Das wird richtig episch. Yeah! Auch Putzgegenstände können schön sein. Und Puppets auch. Lass mich nachdenken. Regenbogenhut. Cool. Wow. Ich übernehme das nächste. Ich wollte schon immer Regenbogenhaare. Lass uns die Pfannkuchen bunt machen. Ist er kaputt? Lass mich mal. Los. Nichts passiert. Ja, die laufen wohl auf Sparmodus. Hey, ich habe eine Idee. Lass uns meine Filzstifte benutzen. Wir können die Pfannkuchen anmalen. Lieber nicht. Ich habe etwas, das man auch essen kann. Gib Lebensmittelfarbe in den Teig. Sieh dir das strahlende Rot an. Ab in die Pfanne damit. Ich habe einen ganzen Regenbogen. Tada! Wer braucht schon Magie? Hast du das auch? Was ist denn hier los? Hat jemand Frühstück gemacht? So etwas Cooles habe ich ja noch nie gesehen. Ich sollte öfters ausschlafen. Wow, dieses Spiel ist erstaunlich. Lauf, kleiner Mann. Ich werde davon nie müde. Sie muss sich beeilen. Willst du nicht tanzen? Oh ja. Hey, ich versuche mich zu konzentrieren. Oh, das hat mir Spaß gemacht. Wie wäre es mit Singen? Halleluja! Wollt ihr mich verarschen? Psst, ich spiele mein Videospiel. Wow, sie meint es wirklich ernst mit dem Spielen. Schon gut, ich weiß, was zu tun ist. Sag's schon. Siehe dies. Los geht's. Hey, was machst du da? Das waren nicht wir. Gut, machen wir mal weiter. Zeichne Sonic. Toll. Das wird lustig. Ich beginne mit dem Umriss. Ganz ruhig. Ich möchte, dass es perfekt wird. Der Umriss ist fertig. Jetzt etwas Farbe hinzufügen. Zuerst um die Nase herum. Ich muss innerhalb der Linien bleiben. Und jetzt der Mund. Es läuft gut und macht Spaß. Jetzt den Pelz machen. Das Blau ist perfekt. Ich fange besser an. Ich
Ich male eine Skizze auf dem Papier. Ich nehme zuerst schwarzes Plastik und fülle dann die Augen aus. Ich ziehe die Linien eng zusammen. Ich will keine Lücken. Nun ist der Mund fertig. Jetzt wechsle ich zu blauem Plastik. So weit, so gut. Jetzt aber zurück zum Umriss. So fällt es besser auf. Ich bin fertig. Ich warte, bis der Pfannkuchen gar ist. Er ist fertig. Wow, Olivia, der sieht toll aus. Danke, ich bin stolz darauf. Echt jetzt? Ich bin mit dem Spiel fast fertig. Hey, da drüben! Dafür gibt es nur eine Lösung. Wohin gehst du? Es wird schlecht enden. Oh, du bist gemein. Du bist selbst schuld. Gut gemacht. Jetzt bist du aufmerksam. Sei froh, dass ich dich nicht steche. Olivia gewinnt. Sie hat mein Spiel nicht ruiniert. Ja, ich wusste es. Das fange ich an zu bereuen. Seht euch das nächste an, Jungs. Versteht ihr, was ich meine? Das wird bestimmt interessant. Und ich habe den eindeutig besseren Teller. Schau mal, hier. Bei dir sind so viele verschiedene Farben. Hey, was ist mit mir? Keine Ahnung. Oh, das ist aber schade. Du bist schrecklich. Warte, ich weiß. Ich habe ein paar Tricks in petto. No. Wow, hey. Was geht denn bei dir? Eigentlich könnte das aber doch helfen. Boom! Und wir haben Farbe, Baby. Gelb. Wow, darf er sowas überhaupt? Ist schon gut. Ich habe noch mehr Farben zu machen. Etwa rot. Und natürlich braun. Man darf das Blau nicht vergessen, ha? Bereit für etwas Magie? Gah! Wow. Das ist unglaublich. Alle Farben sind da. Los geht's. Oh, ich bin sowas von bereit. Ha! Möge der beste Pfannkuchen gewinnen. Beide Teams verwenden unterschiedliche Techniken. Es ist schwer zu sagen, welche von beiden sich durchsetzen wird. Und ich hoffe, es ist meine. Langsam ruhig. Da haben wir es. Sehr schön. Der Umriss kommt sehr gut zur Geltung. So schön. Bislang sehen sich die beiden recht ähnlich. Aber jetzt kommt der eigentliche Clou. Solange man in den Linien bleibt. Yep, das ist der absolute Hammer. Guck mal, diese klaren Linien. Hält er seine für besser? Das werden wir ja gleich sehen. Scheint, als ob wir beide fertig sind. Nun kommt der Moment der Wahrheit. Die Wände. Ah, herrlich. Aber da fehlt etwas. Ein bisschen Glanz. Gold ist immer die richtige Wahl. Weißt du warum? Weil es so schön glitzert. Phew, das ist ein teurer Pfannkuchen. Aber ich mache mir keine Sorgen. Wir sind fertig, Frau Richterin. Wow, das sieht ziemlich lecker aus. Gut, oder? Ich wusste es. Dieser sieht einfach wunderschön aus. Upp, aber es schmeckt furchtbar. Total ungenießbar. Du hast gewonnen. Echt? Yay! Die Party geht los. Was ist mit dem alten Kerl? Lust auf Kreativität? Diese Oper war fällig für ein Makeover. Also gut, Klasse. Was um Himmels Willen? Ahem. Ach, was? Möchtet ihr das erklären? Ihr habt keinen Respekt vor der Kunst. Aber das kann ich ändern. Nein. Wow. Was ist das für ein Ort? Ich fühle mich irgendwie prickelnd. Und schau dir diese Farben an. Hey, Elfenohren. Was? Meine Ohren? Du hast auch welche. Wer ist das? Lass die kreativen Säfte fließen. Oder drehen. Denn das ist eine Mal-Challenge. Ich werde sowas von gewinnen. Oh, bereit für den ersten Dreh? Was soll das bedeuten? Ihr braucht noch etwas Material. Und was jetzt? Uns fehlt noch der wichtigste Teil. Wie macht sie das? Bitte sehr. Lass mich das mal ausprobieren.
Geil, als ob du einen Basketball hältst. Aber viel cooler. Aber wohin damit? Aber natürlich, ich habe auch etwas Durst. Ha, das war einfach. Jetzt probier du es aus. Okay. Es ist leichter, als ich dachte. Wow, warum lässt du es los? Es ist außer Kontrolle. Komm zurück zu Mama. Ich bin klatschnass. Warum ist es bei mir verrückt geworden? Du Arme. Du brauchst ein wenig extra Hilfe. Oh. Mein Glas ist voll. Danke. Gern geschehen. Jetzt malt. Mal sehen. Okay, zuerst zeichne ich einen kleinen Kerl. Und dann kommt das Wasser. Als ob er sich bewegt. Schau dir das an. Das ist unglaublich. Ich weiß, wenn wir ein Wasserthema haben, dann lasse ich einen Fisch schwimmen. Los, Kleiner. Er mag das. Warte, wohin willst du, Fischi? Hey, komm zurück. Hallo? Jemand zu Hause? Die Zeit ist um, Mädels. Zeigt uns, was ihr habt. Es ist ein Mann, der mit einem Luftballon davon schwebt. Wuhu! Wow, er bewegt sich wirklich. Und du? Meiner ist leider weggeschwommen. Oh, wow, der ist größer, als ich ihn in Erinnerung habe. Oh Mann, der stinkt. Upsi. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Sieht aus, als wäre es eine Überraschung. Was? Ich kapiere es nicht. Okay. Hä? Hier ist nichts. Womit sollen wir malen? Aber natürlich, ich mache mir selbst was. Komm schon. Wow, ich habe es tatsächlich geschafft. Schau dir diese Stifte an. Fantastisch. Und wir fangen mit dem Einhorn an. Nur ein paar Linien hier. Das sind wunderschöne Augen. Kommt dir das schon bekannt vor? Das ist das Horn, siehst du? Oh, es ist wirklich ein Einhorn. Aber was ist ein Einhorn ohne Farbe? Okay. Viele Farben. Ein paar kleine Details erwecken ein Bild zum Leben. So süß. Schau dir das an. Oh, ich wünschte, ich könnte das auch. Denk einfach ganz genau daran. Das hat nicht funktioniert. Ich muss mich noch mehr konzentrieren. Ich kann mir das nicht länger ansehen. So. Ja, es hat geklappt. Aber was soll ich damit machen? Soll ich was mit dem Spiegel machen? Deine Vermutung ist so gut wie meine. Hey, siehst du die Spiegelung? Das ist echt cool. Ich weiß jetzt, was ich machen kann. Wie sich herausstellt, war die Spiegelung von zwei der perfekte Ideengeber. Yep, das ist ein kleiner Frosch. Die grüne Farbe wird es deutlicher machen. Sehr schön. Ich bin eine ziemlich gute Künstlerin, oder? Pünktlich fertig geworden. So süß. Das gefällt mir. Und meins? Wisst ihr was? Beide haben gewonnen. Mädels, du bist witzig. Bekomme ich eure Aufmerksamkeit? So ist es besser. Jetzt lasst uns weitermachen. Wofür steht das E? Elefant? Oh, ich weiß. Warte.
Hallo? Hör auf damit. Sorry. Oh je. Was beginnt mit E? Was ist das? Warte! Bist du okay? Das müssen diese Allergien sein, oder? Vielleicht sollte ich... Warte, ich weiß! Das wird fantastisch werden! Finger knacken? Dieses Mädchen hört nie auf! Hey, ich kann meine Arme nicht bewegen! Wer hat mir das angetan? Puh, endlich kann ich mich konzentrieren. Ich kann auch einfach den Buchstaben E malen. Aber lass uns noch einen Schritt weitergehen. Siehst du, jetzt ist er noch schöner, oder? Er bekommt einen 3D-Effekt. Und fertig. Warte, ich habe Ava total vergessen. Ich war wohl etwas abgelenkt. Du bist frei. Das wurde aber auch Zeit. Ein Unfall. Das hoffe ich für dich. Ah, jetzt hatte ich keine Zeit zu malen. Das ist schade. Kate, warum gibst du es nicht Ava? Betrachte es als ein Friedensangebot. Ich bestehe darauf. Also, dann ist es in Ordnung. Das hatte ich kommen sehen. Was soll's? Hey Kate, lass uns das teilen. Wer gewinnt jetzt? Ach, das ist wunderbar, Mädels. Oh, wie schön. Seid ihr bereit für eine weitere Runde? Oh, wir haben die Treppe, seht ihr? Das könnte interessant werden. Ich brauche nur das. Kate? Darf mein Lineal nicht benutzen? Kein Problem. Oh Mann. Ich kann etwas zeichnen, das einer Treppe ähnelt. Ich frage mich, was Kate malt. Soll das ein Witz sein? Das kann ich definitiv besser. Es geht vor allem um die Magie der Winkel. Und natürlich ein paar sorgfältig platzierte Linien. Stifte weg, Ladies. Was denkst du? Oh. Was soll's? Und meins? Ich weiß nicht, ob es schon fertig ist. Du hast recht. Ich muss es noch in der Hälfte falten. Ich mache hier den Knick. Und einfach so wird die Treppe dreidimensional. Yep. Wow. Aber lasst uns testen, wie stabil sie sind. Es ist zu windig für den Kerl. Das muss wehgetan haben. Mal sehen, was deine aushält. Hey, er schafft es. Sehr gut, Ava. Ihr beide habt es außergewöhnlich gut gemacht. Danke. Und als Belohnung für eure harte Arbeit habt ihr euch beide das verdient. Feenflügel. Ich habe auch welche. Sie sind wunderschön. Wir wertschätzen die Kunst jetzt sehr. Die Bilder sind voll witzig. Was malt die Frau denn da? Sie ist so ernst dabei. Ihr Kinder glaubt, malen ist einfach, hä? Klingt, als bräuchte ihr einen Realitätscheck. Oh, was? Wie bin ich hierher gekommen? Wenigstens sind wir beide hier, oder? Süß, hä? Wollt ihr es versuchen? Wie schwer kann das schon sein? Nur ein paar geschwungene Linien. Hab das schon eine Weile nicht mehr gemalt.
Ich versuch nochmal. Eine Kurve hier. Du bist echt schlecht darin. Ich krieg die Seiten nicht gleich hin. Aber vielleicht hilft mir ja dieses Raster. Perfekt! Wow! Ich nutze die Felder und gehe immer um eins zur Seite nach unten. Den unteren Teil habe ich fertig. Und jetzt zur Oberseite. Das ist eine echt gute Idee. Hey, nimm den. Thank you. Es wird schöner mit verschiedenen Farben. Nur noch ein paar mehr. Das sieht fantastisch aus. Gut gemacht. Schauen wir sie uns an. Ein wirklich origineller Ansatz. Und das andere? Etwas zu wörtlich für meinen Geschmack. Matt hat diese Runde gewonnen. Oh yeah! Glückwunsch! Fast fertig. Eure Geduld hat sich ausgezahlt. Tada! Das sieht nach Spaß aus. Einen Jungen zu zeichnen ist super einfach. Ich sehe jeden Tag einen im Spiegel. So gut. Sicher doch. Wo hat Stacy das alles bloß gelernt? Das kann ich nicht abliefern. Matt, du hast keine Zeit mehr. Zeigt her eure Bilder. Ich muss mir schnell was einfallen lassen. Ups. Hier. Ein Junge. Hä? Ich schätze, das bedeutet Junge. Sorry deswegen. Moment. Darf ich noch kleine Änderungen vornehmen? Na gut, aber nur eine Minute. Vielen Dank. Die Buchstaben sind ein guter Ausgangspunkt. Siehst du? Jetzt wird's ein Junge.
Wow. Oh, der sieht total süß aus. Ha, nimm das, Kunst-Challenge. Das ist ein Meisterwerk. Wow. Zwei Picassos in der Ausbildung. Ich wusste, wir schaffen das. Miau. Bezaubernder? Okay, reißt euch zusammen. Aha. Wir sollen eine Katze malen? Okay, dann los. Das ist knifflig. Heute noch? Schnurrhaare? Nein. Könnte eine Inspiration gebrauchen. Ist sie wirklich eingeschlafen? Dann kann ich mich ja an die Arbeit machen. Sag tschüss, kleine Katze. Du kommst mit mir. Hey, Stacy. Wie hast du das gemacht? Oh, braves Kätzchen. Ich bevorzuge ein echtes Modell. Oh. Süße Katze. Du bist meine beste Freundin. Und ich werde dich jetzt malen. Du bist größer, als ich dachte. Ich krieg dich gar nicht aufs Blatt. Vielleicht, wenn du dich ein bisschen drehst. Das klappt nicht. Stacy, gib mir die Katze. Wo kommst du eigentlich her? Egal. Dann mal los. Wird Zeit, aus dem Wort Cat eine Katze zu machen. Ich male meine Katze braun an. Und dann noch ein paar Streifen. Die Ohren nicht vergessen. Fast so süß wie die echte Katze. Ist da vorne jemand zu Hause? Was sagst du dazu? Was habe ich verpasst? Ja, Kätzchen. Süßes Ergebnis, Stacy. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, Matt. Oh. Und ich weiß warum. Sorry. Oh.
Schätze, ich habe diese Runde gewonnen. Okay, nur noch ein bisschen von dieser Farbe. Schnell, solange sie noch abgelenkt ist. Dieser Apfel ist sowas von rot, ich will ihn unbedingt essen. Huh? What the heck? Wieso hält sie jetzt einen Apfel? Sie hat mich bemerkt! Naja, dann stecken wir wohl nun hier drin. Kann's losgehen? Hey, wie geht's? Lang nichts mehr von dir gehört. Dann kümmere ich mich eben um meine Nägel. Huh? Na endlich! Da passiert was! Sieh nur das Licht! Sieht nach Aliens und UFOs auf. Wie aufregend! Das ist so cool, was wohl als nächstes passiert. Was? Ich darf meine Hände nicht benutzen? Oh, wie unfair. Eine Hand? Das ist gar kein Problem für mich. Na, dann male ich mal meinen kleinen Alien-Freund. Hier der Kopf und nun kommt der Körper. Natürlich hat er auch Arme, zwei Stück, um genau zu sein. Und er läuft auf zwei Beinen. Und nun kommen noch ein paar Details dazu. Er hat große schwarze Augen, eine kleine Nase und auch einen kleinen Mund. So hauchen wir ihm Leben ein. Oh, bei ihr sieht das mit einer Hand wie ein Kinderspiel aus. Oh mein Gott, neben mir steht ein echtes Alien. Was macht er denn da mit meinem Stift und Teller? Was ist das denn? Soll wohl eine Art Selbstporträt sein. Hey, Alien-Kumpel, guck mal, was ich gemalt habe. Er tanzt sogar, wenn sich das Wasser bewegt. Er hat echt abgefahrene Moves, findet ihr nicht auch? Gefällt's dir? Bestimmt, oder? Yes, es gefällt ihm. Wow, ein echt cooler Astrokuchen. Wow, der Kuchen ist für mich. Okay, dann bekommst du das Bild. So einen tollen Kuchen habe ich echt noch nie gesehen. Oh, sie kriegt einen Kuchen und was kriege ich? Anscheinend gar nichts. Zumindest nichts weiter als diese Alien-Kritzelei. Hey, was ist denn mit mir? Willst du das Bild haben und gegen einen Kuchen tauschen? Nein? Oh, what the heck? Das Bild hast du gemalt. So eine Gemeinheit. Der Kuchen ist toll. Ich probiere ihn mal. Der Astro-Kuchen schmeckt mega. Voll cool, dass ich die Runde gewonnen habe. Oh, ich liebe diese Süßigkeit. So fruchtig. Diese Geschmacksrichtung ist besser als das Original. Augenblick mal. Ich habe eine Idee. Dafür schütte ich ein paar aus. Die sind so kunterbunt und schön. Rosa gefällt mir am besten. Und jetzt sortiere ich sie nach Farben. Zuerst ist Blau dran. Und nun Pink. Gut, alles sortiert. Und nun fehlt nur noch ein Hauch von Magie. Yes, ein Puppet! Mein Wunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Erstmal eine Runde spielen. Hey, what the heck? Was machst du denn? Das hier ist eine Mal-Challenge. Ah, stimmt. Voll vergessen. Das Puppet hat mich etwas abgelenkt. Yes, dieses Mal darf ich Hände benutzen. Und zwar alle beide. Das ist meine Chance. Das leihe ich mir kurz aus. Das Puppet brauche ich für mein Bild. Zuerst male ich mit Rot. Okay, ich male das Innere des Puppets mit den Farben aus. Ich bin schon sehr gespannt auf das Endergebnis. So, und nun ist die zweite Reihe des Puppets mit Orange dran. Okay, fertig. Mal sehen, wie das wird. Nun muss ich das Puppet noch umdrehen. Und schon kann ich loslegen. Rot, Rot und etwas Blau hier. Oh Mann, mit zwei Händen kann man einfach viel mehr machen. Hey, ich weiß, was ich machen werde. Auf geht's, Naseweiß. Dann male ich eben mit meiner Nase. Puh, die Farbe kitzelt ein bisschen. Mit dieser besonderen Maltechnik werde ich bestimmt punkten. Klappt doch ganz gut. Und nun ist Orange dran. Guck mal, dieses Puppet habe ich mit meiner Nase gemalt. Juhu, meins ist auch fertig und gefällt mir sehr gut. Sieh nur, wie perfekt die Kreise sind. Meins ist besser als deins. Wow, das ist Zauberei. Puppet-Kekse. Da muss ich probieren. Oh, wow, das schmeckt so gut. So etwas Gutes habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Wow, siehst du auch dieses helle Licht? In der Runde sind wohl Boxen dran. Diese Box gehört mir. Oh, wow, guck mal, was ich hier habe. Spraydosen. Was wohl in meiner drin ist? Schütteln hilft hier nichts. Ich muss sie öffnen. Wow, so viele Buntstifte. Die gefallen mir wirklich gut. Oh, guck mal, noch eine kleine Box. Was da wohl drin ist? Ich sehe einfach mal nach. Huh? Ein wirklich schräger Inhalt. Ein Auge aus Fruchtgummi. So klebrig. Okay, ich esse den jetzt, weil ich voll Hunger habe. Sowas von gut. Und süß. Ich liebe es. Wow, der Snack hat mir echt gut geschmeckt. Gibt's noch mehr Snacks? Hey, sieh mal, wir dürfen beide Hände benutzen. Ich habe meine Handschuhe an. Die Runde kann also beginnen. Zuerst sprühe ich mit der blauen Farbe in die Mitte des Papiers. Das Glas benutze ich als Orientierung für die weiße Farbe. Jetzt haben wir einen perfekten Kreis in Blau. Dann brauche ich noch einen Teller. Den lege ich so auf das Papier.
Und mit Schwarz sprühe ich noch einmal um den Teller herum. Und ein bisschen Schwarz kommt in die Mitte, dann sieht's wie ein Auge aus. Und ich bin bereit, mit einer Hand zu malen. Und los geht's. Ich male ein Auge mit nur einer Hand. Also bisher läuft's wie geschmiert. Und ich bin fertig. Tada! Mein Lachgesicht ist fertig. Wow, wie hast du denn das geschafft? Meinst du das Auge hier? Sieht echt gut aus, oder? Oh wow, das Bild hat sich in ein Auge aus Fruchtgummi verwandelt. In ein riesiges Auge sogar. Voll krass, wie geht das? Das ist riesig, darf ich es haben? Nein, das gehört mir. Und nun entschuldige mich, ich muss dieses Auge essen. Oh, Mann, naja, ich habe meinen Kuchen auch nicht geteilt. Wow, was geht ab? Was ist das? Oh, und noch eins, das werden ja immer mehr. Ha, da liegt ein Blatt Papier. Oh, Achtung, da passiert was. Dieser Tag ist voller Magie. Wow, das ist eine Eiswaffel. Wie süß. Sieht lecker aus. Hätte ich doch bloß eine echte Eiswaffel. Oh, jetzt habe ich Lust auf Eis. Lass mal sehen. Diese Runde fängt ja gut an. Oh, ohne Hände, das ist sowas von mies. Okay, meine Hand und der Pinsel sind bereit. Diesmal beginne ich das Bild mit roter Farbe. Ich male das Eis rot an, das macht echt Laune. Ich male mit verschiedenen Farben Punkte auf das Bild. Mit Rot, Gelb, Blau und vor allem Weiß. Und nun füge ich etwas Wasser hinzu, damit die Farben miteinander verlaufen. Oh, sie liegt schon wieder so weit vorne, ich sollte besser anfangen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als so zu malen. Eine meiner leichtesten Übungen. Okay, jetzt male ich ein paar Punkte auf das Papier. Die Farbe muss auch auf das Bild. Die Farbe macht sich hier besonders gut. Oh nein, das ging voll daneben. Okay, das ist mein Endresultat dieser Runde. Tada, aber immerhin ist es bunt. Das kann man mir nicht ankreiden. Ich bin mit meinem Bild auch fertig. Schau mal, die Technik, die ich benutzt habe, hat funktioniert. Voll nice. Wow, hat sich in eine Eiscreme verwandelt. Mein Wunsch ging in Erfüllung. Sieht genauso aus wie das Eis, das ich gemalt habe. Mal sehen, wie es schmeckt. Hoffentlich gut. Das tut es. Richtig gut. Na, du hättest bestimmt auch gerne echtes Eis, oder? Was für eine Challenge wird uns dieses Mal erwarten? Bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Guck mal, ein niedlicher Frosch. Guck mal, wie er herumhüpft und vor sich her quakt. Ich bin sowas von bereit, ein Bild mit Froschmotiv zu malen. Wow, ich auch. Ich liebe Frösche und Kröten. Ich kann es kaum erwarten. Yes, mit zwei Händen. Und du mit einer Hand. Ich benutze diesen Filzstift mit feiner Spitze für diese Challenge. Ich beginne mit zwei Herzhälften, die ich nebeneinander male. Und dann verbinde ich sie so miteinander. Oben kommt ein Bogen hin, etwa so. Er hat so süße kleine Fingerchen, echt niedlich. So weit, so gut. Und nun male ich den Frosch noch bunt an. Natürlich male ich ihn grün an, schließlich ist er ein Frosch. Ha, ich Glückspilz darf beide Hände benutzen. Ich bin bestimmt doppelt so schnell, weil ich beide Hände benutzen darf. Das sieht gut aus. Meine Strategie geht voll auf. Sie hatte recht. Er hat wirklich kleine süße Fingerchen. Die sehen sowas von knutschig aus. Okay, mit der Umrandung bin ich fertig. Und nun kommt das Kolorieren. Ich bin schneller als die Polizei erlaubt. Ist das nur Einbildung oder ist das Rauch? Na los, schneller. Wow, das Papier qualmt vor sich hin. Ah! What the heck? Wie hat sie denn da drüben Feuer gemacht? Ups, das war's dann wohl mit meinem Froschbild. Ich habe wohl zu fest aufgedrückt. Also, mein Bild ist nicht in Flammen aufgegangen. Tada! Ist der nicht süß? Oh, was ist das? Ein Fruchtgummifrosch? Der ist bestimmt aus meinem Bild entsprungen. Komm da noch mehr raus? Schüttel, schüttel, schüttel! Wow, so viele Fruchtgummifrösche. Oh Mann, das riecht wie Wassermelone. Hoffentlich schmeckt der Frosch so gut, wie er riecht. Wow, echt gut. Ich liebe Fruchtgummi über alles. Wow, was machst du denn? Fahr mal einen Gang runter. Nee, ich komme bei Fruchtgummi einfach nicht anders. Wie viele Fruchtgummifrösche schaffst du auf einmal? Schreib's uns in die Kommentare. Und vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst.